mal ganz spontan und smooth wieder angefangen. Zu einer neuen Folge, beziehungsweise kurz vor Befreiung Onas Hof, der Orks. Aber ich habe im Schnitt noch was gesehen, aber wirklich nur aus den Augenwinkeln heraus. Ich müsste nämlich noch mal ganz kurz hier rein. Also da, wo ich den André gefunden habe. Denn da ist ja noch eine fette Kiste. Da war ja noch eine fette Kiste. Und ich bedanke mich auch natürlich für eure Einträge, die eigentlich schon ein bisschen her sind. Weil es bezüglich Jakenda geht. Und da ist ja noch eine Schatzstelle auszugraben. Da wurde mir gesagt, siehst du, jetzt finde ich hier wieder was nicht. Da wurde mir gesagt, da konnte man doch noch nördlich ran. Ja gut, das muss ich dann irgendwann mal in so einem Sidekick machen. So, ich glaube, das war hier. So. Und da haben natürlich meine Lieblingszuschauer, sag ich jetzt mal, ja, da war sie nämlich, meine Lieblingszuschauer da noch was geschrieben, wobei ich mich auch noch herzlich bedanke. Ja, und schauen wir mal, was hier in diesem, ach toll, alles klar. Jep, dann haben wir die Truhe auch geschafft. Also das wäre jetzt, nicht, dass jetzt noch ein Kommentar kommt, du hast hier noch einen Höhlenabschnitt vergessen. Den habe ich jetzt, hoffe ich, jetzt komplett durch. So, dann geht's wieder nach draußen. Und zwar an die frische Luft. Und wieder zurück zum, ja, zum Lager da hinten. Ich bin echt... Ach ja, und Alan hat mich noch gefragt, ob ich denn alles gemacht hätte. Die Stadtquests. Ich bin der Meinung, ich habe sie gemacht. In der letzten Folge bin ich nochmal durchgegangen, das Logbuch. Und speichere erstmal. Ja, da ich immer noch im Bogen ein bisschen schwach bin, werde ich mal rüberfetzen zu Kavalorn, der hier oben ist. Der kann mir ja ein bisschen was mit Bogen beibringen. Hoffe ich doch. Müsste sein. Da ist er. Hey. Ja. Kannst du mir etwas... Sicher, wo du mir doch geholfen hast. Ich kann dir einiges über die Jagd beibringen. Ja, auch nur das. Aber auch im Bogenschießen bin ich nicht schlecht. Das meine ich, richtig. Dann möchte ich ganz gerne... Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher. Was willst du wissen? Bogen. Gucken wir eben mal rein. 26 Lernpunkte und Bogen 5%. Das ist ja wirklich blöd. Also da können wir ruhig hier mal ein bisschen reinhauen. Muss ich mal gucken. Ja, geht noch. Bogen 20%, dann kann ich noch zweimal hier reinhauen. Dann müsste das eigentlich gut sein. Siehste, Bogenschütze. Jetzt bin ich Bogenschütze und habe auch nur noch einen Lernpunkt. So. Mit etwas Übung wirst du deine Fähigkeiten noch weiter steigern können. Das ist schön. Sein Pfeilbündel lassen wir mal außen vor. Dann geht's wieder zurück zum Milizlager. Dann speichere ich nochmal ab, bevor ich zu André gehe. Ja, jetzt kommt der große Augenblick, wo ich André sage, der Zeitpunkt zum Angriff ist gekommen. Der Zeitpunkt zum Angriff ist gekommen. Sammelt eure Männer auf Onas Hof. Gut, wir brechen sofort auf. Oh Gott. Hilfe. Es geht los. Oh, war ja. Wer kommt denn alles mit? Das sind doch alles nur. Okay, dann gehen wir schon mal zu Onas Hof. Du bleibst. Ja, gut, okay, das ist eine Stadtwache. Ahaha. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wie das noch weitergeht. Also, was dann passiert ist, weiß ich echt nicht. Und ihr wisst das bestimmt, wie der Ablauf sein wird. Und, verbündet sind wir ja. Also Khaled habe ich zum Glück noch sprechen können. Und hier ist der Dandolo. Lasse ich den hier. Nee, ich lasse den mal hier ausruhen. Der hat so viel für mich gemacht im Kampf. Und den lasse ich mal hier. Vielleicht ist er ja auch auf freiwilliger Basis mit dabei. Ja, dann warten wir mal, bis sie hier runterkommen. Oder... Nachts drüber schlafen, ich weiß es nicht. Oder, upsie Daisy, ja, das ist eine Stelle. Da hat mir
Alain was gesagt. Eine Stelle, wo gerade halt eben so ein Schnittpunkt ist zwischen ganz viele NPCs und noch mehr NPCs. Und da gibt es einen leichten Ruckler. Ich hab da meine eigene. Gut, das kann man übrigens unterbinden, indem man die Sichtweite ein bisschen reduziert. Hier ist eine Anhäufung. Hier sind sie nämlich alle. Was ist denn das hier, ein Gruppenchat oder was? Wo ist denn jetzt derjenige, den ich Sentenzer? Ach, da ist wahrscheinlich hier drin. Nee, das ist... Ach, hier, Raoul? Nee, Moment, wo ist Delford? Wo ist Lord André? Wann geht's denn los? Oder muss ich vorgehen? Wie muss ich vorgehen? Oder es sammeln sich noch welche? Peck ist noch wieder dabei. Da ist André, hier ganz rechts. Oh Gott, nee. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Ich dachte, das wäre jetzt nicht mehr vonnöten. Ich muss es ja spannend machen. André! Ende. Das wird sich nie ändern. Ich dachte jetzt Attacke? Das ist eine schlimme Sache. Logbuch. Das Orklager. Habe da müssen wir mal auf den Urnashof bereithalten sollen. Nun sollte ich auch Khalid informieren. Logisch, er ist ja ein Verbündeter. Naja, man muss immer ins Logbuch gucken, ne? Sonst passiert da nichts. So, Söldner Khalid dürfte sich wieder hier... Khalid, hallo? Der Zeitpunkt zum Angriff ist gekommen. Der Zeitpunkt zum Angriff ist gekommen. Gut, ich versammle da dann alle unsere Männer auf dem Hof. Stimmt ja, logisch. Alter, ich will nicht wissen, wie viele Leute denn da stehen. 20, 30. Alter, Leute, guckt euch das an. Erstmal hier Übersicht. Eine Übersicht bringen. Ich will hier auf dem Strohbein klettern. Genau, richtig, damit ich ein bisschen Übersicht habe. Brauchst du das nicht zu sagen? Ja, ich weiß. So macht er jetzt nichts. Ich warte, bis sie alle hier sind. Das ist ein Augenblick, den muss man auskosten, finde ich. Seine Entscheidung. Wie geht's deinem Rücken? Alles gut? Herr Jemine, seid ihr jetzt alle da? Na, da hinten kommen noch ein paar Nachzügler. Ja, die haben wohl keinen Bock. Die sind alle zu lahm. Oha. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Der Angriff wird gleich stattfinden. Ja, dann werde ich mal runterjumpen. Jo, da sind sie alle. Hammer. So, André. Ende. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Basta, Jarve, Söldner. Und der hat eine lustige Kappe auf. Boltan. Kann immer noch keinen Befehl geben. Cypher, Söldner, Coat. Alle sind sie da. Torloff. Söldner. Torloff, Bauer, Bodo. Ach, wo ist denn Khalid hin? Justus, Wambo. Ja, sorry, dass ich jetzt ein bisschen überfragt bin, wie es weitergeht. Khalid, da ist er. Warte mal. Der Angriff kann beginnen. Speichern. So, ich muss jetzt schnell machen, dass der Angriff beginnen kann, weil es sind nämlich schon welche vorgegangen. Die haben einfach nicht auf den Befehl gewartet. Der Bastard zum Beispiel ist hier. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein paar Versuche gemacht, auch ein bisschen mitzumachen. Und
Das ist dann auch ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich wollte zumindestens auf die Ork-Schamanen gehen. Also ich kann mir das echt hier nur aus der Ferne angucken, wie bestimmt einige Mannen hier fallen werden, wie die fliegen. Auf der einen Seite ist das ein trauriger Anblick, auf der anderen Seite freut es mich natürlich, dass wir es endlich schaffen könnten. Aber ich kann echt nur warten, bis diese lahme Truppe, also wirklich, die alle zu viel Grog gesoffen oder was? Ich glaube, ich werde mal hier sicherheitshalber mal eine Waffe ziehen. Okay. Aber da hinten haben sich ein paar Orks abgespalten. Wieso stehen die da hinten noch rum? Verstehe ich nicht. André! Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Immer wieder das Gleiche. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss natürlich auch noch den André Bescheid sagen. Dazu muss ich wieder meine Kann er Kutte wissen? anziehen. Die anderen gehen jetzt schon mal schön voraus. Das wird die erste Angriffswelle werden. Das habe ich aber auch später erst mitgekriegt. So, André, in der ganzen Darf ich noch Geschichte mal jetzt erstmal André zuhören? rauszusuchen. Das ist. Oh. Wo ist André? Da ist André. Oh. Hallo, André. Doch Da. seine Entscheidung. Okay. Hey du! Nicht hey du. Angriff kann Der beginnen. Angriff kann beginnen. Dann Los. vorwärts für den König und Innos. Ja, André, nicht labern, kämpfen. Und glaub gar Mein nicht, dass Gott. das alles ist. So, jetzt sind sie wenigstens alle durch. Alle werden sie jetzt durchfetzen. Ich hoffe, dass das hier reibungslos funktioniert, obwohl bestimmt welche fallen werden, wie die fliegen. Schaut euch das mal an. Alle in Reih und Glied. Einige werden ihres verlieren. Ja. Dann schauen wir auch mal. Alter. Er ist natürlich laut, ne? Wo willst denn du hin? Er geht, er verpisst sich hier oder was? Der Söldner verpisst sich, alles klar. Gucken wir uns noch mal hier das Schlachtfeld von Weitem an. Ich habe ja auch schon öfter versucht, da irgendwie reinzumischen, aber habe nur Kaleb Bescheid gesagt. Bis ich irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass ich auch André Bescheid sagen muss. Da sind wir natürlich ein bisschen mehr. Ist das die Strategie? Immer einen nach dem anderen? Aber guckt euch das an. Das ist ja wieder Anfang bei Gothic 3. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so gewollt. Alter Schwede. Okay, Stufe gestiegen. Sag mal, hier, wir sind hier nicht im Kaffeekränzchen. Geht mal und macht mal. Oh, das verbraucht natürlich ziemlich viel Renderzeit, ist klar. Deswegen werde ich langsam schwenken. Mann, oh Mann, oh Mann. Ohoho. Mann, oh Mann, oh Mann. So, da hinten ist noch ein Grüppchen. Die Erfahrungspunkte, die sammeln sich so langsam. Versuch das nicht nochmal, Bürschchen. Und ich glaube, der Kampf ist jetzt beendet. Kann das hinkommen? Die stehen alle da. Ach ja, Darf mal wieder hier meine Kaffeerüstung anziehen. Hey! Okay, Heiltrank ist beendet. André hat nichts mehr zu sagen. Torloff, Kord, Cypher, Rod, Söldner, Patrick, Khaled, ja. Und Khaled, hast Hey du was du! zu sagen? Auch nur noch Heiltrank geben. Dann werde ich mal hier zwischenspeichern und im Off mal looten. Treffen wir uns zu einem Gebet und trauern um folgende gefallene, tapfere Krieger. Sentenza, Dar, Jarvis und Fester und einige Söldner. Möge Enos ihnen den letzten Segen geben. Gut,
Das war das. Feldherr Mardok. Da haben wir noch ein bisschen was. Und wir haben hier einen. Ach, der Donschak-Befehl in orkscher Sprache. Schön. Aber dafür haben wir ein bisschen was noch reinholen können. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das heißt, ich guck mal, was Carlet noch sagen könnte. Heiltrank geben? Nein. Wo ist denn André? Ich muss erst wieder zu André und wo ist denn André? Ach, da hinten könnte er sein. Ja, da ist André. Und er sagt auch nichts. Was sagt denn das Logbuch? Boten der Finsternis, Piratenbeute, das Orglager. Lord André greift mit seinen Männern an. Carlet greift mit seinen Männern an. Jetzt sollte ich auch Lord André und seine Männer angreifen lassen. Ja, das ist doch alles schon passiert. Nur, wo befinden sich denn noch Orks? Beziehungsweise damit das hier abgeschlossen werden kann. Muss ich alle jetzt durchfragen, oder wie? Wulfgar zum Beispiel. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Jo. Hey. Da müsste ich mal wieder kontemplieren, liebe Leute. So, genug kontempliert. Ich habe was gegessen. Ich hatte so einen Hunger gehabt nach diesem Kampf. Nee, jetzt eher echt. Aufgrund der Tatsache, dass hier also noch nichts passiert, gehe ich stark davon aus, dass sich noch irgendwie vereinzelte Orks hier noch herumtreiben. Mein Gott, was ist denn hier alles aufgefüllt? Da muss ich echt mal aufräumen. Und da müssen wir mal schauen, ob der irgendwie hier noch welche... Irgendwelche rumlungern hier an Orks. Denn das ist auf jeden Fall bestimmt dieserjenige welche. Vielleicht habe ich hier irgendwas vergessen oder so. Na, schauen wir mal. Schaf. Hier ist ja die Krypta. Gucken wir mal, wo noch was ist hier. Mal den ganzen Bereich hier absuchen. Aber ich glaube hier nicht so. Hier irgendwelche vertan hätten. Nee, dann gehe ich wieder zurück und suche mal ein bisschen vor der Krypta rum. Gut, dass wir rennen können, ne? Musste ich halt eben rausschneiden. Abzu gibt es ein paar kleine Hänger. Und so. Hier sind nur Schafe. Und einen unsichtbaren Bock, wie immer. Okay, Stadtwache. Also hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal woanders hin. Ach, hier ist Gunnar. Bauer. Vielleicht noch da hinten. Auf der Seite. Das ist, haben wir ja noch gar nichts gesehen. Kann das sein, dass hier noch welche sind? Wie haben die sich verdünnisiert? Während des Kampfes? Weiß ja nicht. Ach, schau mal. Hab ich den eigentlich schon? Nee, hab ich noch nicht. Okay. Gucken wir mal weiter. Mal weiter. Langsam dämmert es. Aber nicht mir. Ja, ich verstehe es nicht. Ich guck mal weiter, immer weiter. Vielleicht hier in dem Bereich. Stimmt irgendwo. Kann ja nicht anders sein. Okay. Da muss ich jetzt mal hinter die Palisade gucken, da wo
Tavalorn steht. Kann ja sein. Das überspringe ich dann aber. So, da wären wir mal. Gabalon. Hier vielleicht noch, aber da haben wir ja das kleine Orklager ja erledigt. Gucken. Moment. Sehr ist noch einer. Da ist noch einer, meine ich. Und da ich ja jetzt ein guter Orkschlechter bin. Ein Lama guter Orkschlechter, jetzt nicht mehr. So ein dämlicher Mauer. Naja, ich war der Meinung, dass ich mit dem mit der Katana jetzt ein bisschen mehr reißen kann. Ja, okay. Oh, da kommen ja mehrere an. Dann lass uns mal. Oh, was ist denn das für einer? Oh, das ist ein Ork-Krieger. Ja, ich dachte, ich könnte mit der Katana was reißen, aber... Gucken. Oh! Eislanze bringt ja nicht so viel. Ah, Mann. Nix. Muss ich mir mit diesen beiden auch noch rumplacken hier? Das gibt's ja nicht. Ah, superklasse. Ich bin kaputt, Nick. Noch einer hier drin? Oh! Naja, ich dachte wirklich, wir könnten irgendwie was machen, was reißen. Mit der Katana. Ja, mach was. Hau ab! Bleibt der da stehen? Was passiert eigentlich bei Unwetter? Ich habe nichts gerissen mit Unwetter, ne? Nee, überhaupt nichts. Na gut, okay, dann müssen wir sie eben halt eben stoppen mit unseren Rocks. So, irgendwo war doch noch hier, hier. Es muss aber schneller gehen, sonst tauen mir die Dings auf. Sonst tauen mir die Heinis hier auf, da ist er schon aufgetaut. Naja, da muss ich es halt eben mal mit Feuer probieren. Da habe ich nicht mehr. Nö. Ja, da muss ich mich immer mit dem Feuersturm da mal an den Schneefeins da mal ranwagen. Dem habe ich nämlich nur einen Spruch, ein Röllchen. Los, los. Nee, das wird auch nichts. Warum sind die so gut? Ich dachte, ich bin auch schlechter. Ja, versuch's mal mit Eisblock. Wieso hat er nicht geklappt? Wieso hat das nicht geklappt hier? Schnell, schnell, schnell. Ja. Ja, andere Taktik. Ich verstehe das nicht, dass ich da trotz Orkschlechter Fähigkeiten... ich muss zusehen, dass ich einen davon einfriere. Wohl. Ja, das bringt ja nichts. Da hinten ist ja noch ein Armbrustschütze. Hallo. Ja, der eine ist auch noch leicht verzerrt, also... Hat's den erwischt. Mann, oh Mann. Und er bleibt da hängen.
Ah, und der Ring ist natürlich wieder nicht angesetzt. Den kann ich mal eben anlegen, damit ich wieder rennen kann. Es ist so was Beklopptes jetzt aber auch. Und, mal hier. Ah, mit normalen Pfeilen. Okay, aber dafür treffe ich besserer. Ich habe jetzt bessere Armbrustfähigkeiten. So. Fertig. Gut, Crush Agash. Aufheben. Aufheben. Dann machen wir noch den Heinz da hinten fertig. So. Der müsste ja hier ums Eck sein. Genau, da ist er. Ach, der will erstmal seine Armbrust ziehen. Bringt aber ihm nicht viel. Okay. Da ist auch noch einer. Kacke. Und ich habe nicht abgespeichert. Sollte ich jetzt mal machen. Da ist er. Da ist er. Zeigt sich. Stirb, Mora. Wie denn? Ah, trifft mich auch. Hau doch mal ab. Mist. Verstehe nicht, warum die drei hier auch noch so schwierig sind. Versuche ich mal auf direkten Wege. Ich dachte, ich könnte jetzt richtig schön hier was reißen. Belagerungsheer besiegt. Sehr schön. Klasse. Liebe Leute, das mache ich später alles. Danke, dass ihr bis hierhin diesen spannenden Kampf angeguckt habt. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann bin ich auch selber gespannt, wie es weitergeht. Ciao.